Ja, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Stargate Empire at War nach einer jetzt etwas längeren Pause, auch bei mir, jetzt nicht nur beim Upload wahrscheinlich, sondern auch bei mir, weil es sich zeitlich einfach nicht ergeben hat. Ich mache das jetzt schon wieder mal am Sonntag, irgendwann abends, wenn ich jetzt mal Zeit habe, endlich. Und versuche, das dann die nächsten Tage zu rendern, was auch wieder kacke wird, da ich Schichtwoche habe. Auf die ganzen Tiere aufpassen muss, die hier irgendwo in der Gegend rumlaufen, schwirren, kreuchen und fleuchen und was auch immer, und da nebenbei natürlich noch die ganzen Einkäufe erledigen muss und so weiter und so fort. Das ist wieder, eine ganz schöne Woche. Und ich darf schon sagen, dass es wahrscheinlich jetzt auch im Laufe der jetzt kommenden nächsten zwei Wochen, ja, heute ist der 7.9., genau, heute ist der 7.9., glaube ich, in den nächsten zwei Wochen zu einem größeren Ausfall kommen kann, weil ich, ja, meine Pizzabestellung wurde erfolgreich vermittelt, das ist auch gut. Da ich Schichtwoche habe, das ganze Wochenende über auf Achse bin, einmal Samstag arbeiten und dann Sonntag Betriebsausflug und Montag wieder arbeiten. Hey, toll. Ja. Wird schon toll. Das heißt, ich komme zu gar nichts und komme dann erst wieder im darauffolgenden Wochenende zu überhaupt irgendwas. Was auch mich tierisch freut und so. Naja. Auf jeden Fall. Wir waren stehen geblieben. Irgendwo. Ich weiß nicht wo, aber hier irgendwo. Genau. Andaria. Wir haben eine Botschaft von den Genii erhalten. Sie bitten uns um Hilfe bei der... Bei der Ergreifung eines abtrünnigen Soldaten namens Collier. Sie haben uns eine große Belohnung für unsere Unterstützung angeboten. Wir sollten Dr. Weir zu... Verpiss dich, Fliege. Dr. Weir zu den Genii schicken, um die Details der Mission zu erfahren. Hier ist eine Fliege im Raum. Ich glaub's nicht. Weil ich jetzt gar nicht leiden kann. Haben wir von den Pferden mit reingeschleppt. Na super. Ja. Genii. Dr. Weir zu den Genii, bitte. Dr. Weir zu den Genii, Artkasse 3, bitte. Okay, der war wirklich sad, aber egal. Dr. Weir haben wir hier in unserer großen Flotte. Ich möchte aber noch eine Bodenstreitkraft landen, um Andaria zu erobern, beziehungsweise ich möchte davor noch einmal M6H461 einnehmen. Und, ja. Das halt als meins erklären. Mal kurz Handy lautlos. Oh, PayPal sagt ja, bla bla. Und Pizzabestellung. Ja, zur Pizzabestellung. Deswegen wird es gleich nochmal einen kurzzeitigen Cut geben, wenn ich mein Futter in Empfang nehme, das mich morgen über den Tag geleiten wird. Und jetzt abends versorgen wird. Aber das werdet ihr ja nicht merken. Das wird ein minimaler Ausfall sein. Und was haben wir da? Und wo hatten wir hier nicht irgendwo? Genau, da hatten wir sie doch. Ne? Nee, das war sie gar nicht. Wir hatten doch hier irgendwo eine gewaltige Streitkraft im Orbit. Oder nicht? Nee, stimmt gar nicht. Bin ja völlig gedanklich schon wieder bei falschen Spielen. Aber egal. Okay, 2, 4, 4. Nee. Mehr zu wenig, ne? Aber Truppenkapazitäten sind ja auch nicht mehr so toll gegeben. 1, 1, 1 wahrscheinlich. 1. Ich mach mal zwei von denen. Einfach, weil deshalb. Zack. Bisschen schneller. Und. Einheit wird hergestellt. Einfach weil deshalb. Weil sein muss. Ich will nämlich gegen die Race-Jäger nicht so ganz abstinken, brauche aber auch Bodentruppen. Die haben Wies sind zwar sehr gut in der Luftabwehr, aber erst wenn man sie drauf ansetzt. Ist ein bisschen nervig, aber mein Gott, ne? Was soll it? Was soll it kosten? Melde mich wie befohlen. Ah, schön für dich. Oh, hat man ja Jägerforschung. Jedes Mal, wenn ich sowas so... Jedes Mal, wenn ich dieses Symbol sehe, denke ich irgendwie immer, oh, da kommt jetzt Special Future. Nee. Future vor allem. Future. Future. Spezielle Zukunft. Kommt auf jeden Fall. Lesaria. Wir hatten da ja Jäger, ne? Vier Jäger auf Lesaria. Melde mich wie befohlen. Sollte erstmal gegen eine Invasion reichen. Hoffe ich zumindest. Zack. Stand, glaube ich, gerade irgendwas mit C3PO im Text. Ich habe es aber nicht so ganz genackelt. Unterweg. Erwarte Ihre Befehle. Jawohl. Läuft bei ihm. Hm. Ja, ja, ja. Ich feiere das immer noch, ey. Antiker Kriegsschiff, ne?
Oder Forschungsschiff eigentlich, rein theoretisch. Aber jetzt geh von meinem Mikrofonschutz runter, du Mistvieh. Weg, weg. Vor allem das Viech ist so langsam und ich krieg's trotzdem nicht. Gott, wie es mich gerade nervt hier. Ich hasse Sommertemperaturen. Ich hasse den Sommer. Was zur... Mit Lautstärke, laut leise hast du es auch nicht mehr, ne? Gut, Handy hat sich gemeldet. 2 Minuten haben sie es bekommen. Und, na gut. Im schlimmsten Fall bleiben jetzt 30 Minuten, bis sie da sind. Ja, das ist immer ganz, ganz cool. So. So und so. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit ein Infovideo produzieren, hatte ich das schon mal gesagt? Nee, ne? Wäre auch nicht zugekommen. Na gut, na gut. Have dahin. Have Fahrradkette. Ich will mal sehen, welche Helden ich dazu einsetzen kann. Guck mal. Die Strecke nehmen können. Wärst du hier abgebogen nach Taranis? Zack, zack, zack. Das wäre viel schneller hier gegangen, mein Freund. Aber nein, er muss ja wieder den Umweg über ein Schwarzloch und einen Leerraum nehmen. So typisch. Weißt du, weiß alles besser in der Navigation. So, mit welchem Trupp starten wir denn am besten? Ich würde sagen, mit den Humvees. Jawoll, ja. Invasion beginnt. Ein scheinbar unbewohnter Planet in der Pegasus-Galaxie. Gegnerische Truppen voraus. Oi. Alle Waffen geladen. T4B mobil. Wählt eure Verstärkung. Keine Verstärkung mehr. Willst du mir jetzt nicht sagen, dass wir den Punkt nicht eingenommen haben? Willst du mir jetzt nicht sagen, dass ich keine Verstärkung hier beziehen kann, weil die Dinger Fahrzeuge sind? Und das ist hart. Das ist hart. Das ist richtig hart. Und wenn ich mich hier zurückziehe, verliere ich den Trupp. Betrete Kampfgebiet. Greife Ziel an. Komm, den habt ihr gleich. Den Angriff. Jetzt kommt der. Ja, ich kann sie erobern. Prima. Ich wusste doch, es gibt noch Hoffnung. Sofort, Sir. Unterwegs. Bin fast da. Endlich. Sofort. Okay, das hat mich jetzt doch etwas aus der Bahn geworfen. Aber die Rays haben noch mit denen zu tun. Das ist gut. Ich werde jetzt kommen. Lad. Ich werde jetzt nämlich den Jumper nehmen. Mit Cheppy. Lass scheppern, Alter. R2, schalte gefälligst den Autopiloten. Na, natürlich. Das war's schon wieder. So, ein Paddeljumper kommt, um einen Paddeljumper abzusetzen. Das erscheint uns natürlich vollkommen logisch. Atlantis, hier ist Shepard. Sie sind doch nicht auf den Isntoller-Planspruch reingefallen. In Bereitschaft. Ja, doch so ein bisschen, leider. Wir greifen an. Gut, ich möchte bei Shepard bleiben. Von der Ansicht her. So, wow. Wow, ich kann ja gar nichts sehen hier gerade. So umkreisen die sich. Da ist er. Durch die Häuserschluchten. Epische Verfolgungsjagd. Aber der Racejäger ist noch da. Jetzt nicht mehr. Wir haben gesiegt. Null Verluste. Nee, darauf falle ich nicht rein. Null Verluste und fix. Finde ich schön. Sonst hat das ja immer relativ viele Opfer gefordert, so einen Planeten da einzunehmen. So, du dahin. Ihr dahin. Den Planeten, da mache ich mir jetzt gerade keine Mühe. Mippen halten. Von Azoras lasse ich erstmal die Finger. Nach Genii wollten wir, ne? Da unten.
Aufbau hat begonnen. Oh, dammit, nur eine oder was? Konstruktion abgeschlossen. Jäger. Ja, okay, hier steht zwar immer, ne? Railguns, Raketen und Asgard-Laser. Klar, ist Logo. Habe ich bei der schon immer gesehen. Gut. Wir können Jäger machen und Soldatenforschung. Aufbau, ja, dann haben wir von beiden so ein bisschen was. Raumstation war das jetzt eh die letzte, genau. Das war eh die letzte. Konstruktion abgeschlossen. Und ich würde sagen, kurz Flottencheck. Ja. Konstruktion abgeschlossen. Bin ja paranoid. Ich stell mir bestimmt eine Falle. Konstruktion abgeschlossen. Dass sie sich erwerten. Super heftig. Battle. Sagte der gehassteste Charakter aus Star Wars. Konstruktion abgeschlossen. Ja, ach komm, ne? Augen zu. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ich meine, vom Stapel her sehe ich ja überlegen aus, aber es sind ja Race. Mein Magen knurrt gerade schon. Ich hoffe, das hört das Mikrofon nicht mit. Wir haben auf jeden Fall... Wir vermuten, dass dieser Planet über starke Verteidigungsanlagen verfügt. Wir vertrauen darauf, dass ihr alle feindlichen Truppen beseitigt, damit unsere Bodentruppen vorrücken können. Sei ruhig und starte alle Jäger. Huch! Leertaste funktioniert auch, wusste ich gar nicht. Krasse Sache. Mit Leertaste komme ich auch auf die Kamera. Ein mir wirklich unbekannter Fakt, muss ich gestehen. Ich mache aus denen jetzt mal keine Gruppe. Colonel Stephen Caldwell, Kommandant der Daedalus. Ist auch ein Held. Okay, alle Mann auf Gefechtsposition. Drei normale Marks. Jetzt denke ich an ein leckeres Truthahn-Sandwich. Oh ja. Ne, ich an Pizza. So. Ja, da ist uns schon wieder ein Geschwader gespawnt. Geschwader. Ah, es wird Gruppe 1. Und let's go! Hätte die Fähigkeit jetzt vielleicht nicht früh aktivieren sollen, das war jetzt doof. Ich weiß. Hier ist ein Race-Schiff. Alle Mann auf den Klotz! Jetzt brechen die natürlich wieder doof aus ihrer Formation aus. Unser antiker Schiff ist jetzt nämlich so schlau und geht an die Flanke, was natürlich taktisch immer toll ist. Das schwerste und wertvollste Schiff am besten außen an die Flanke, damit es auch ja angegriffen wird und nicht von den anderen Schiffen verteidigt werden kann. Beste Strategie ever. Und da werden die ersten Drohnen gestartet. Oben Jägerabwehr wahrscheinlich. Alle auf den Antrieb. Unser antiker Schiff legt los. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Oh, jetzt muss ich von Cordy wieder alle einzeln auswählen. Gruppe 1. Ja, McKay hatte ich auch nicht meine Auswahl drin. Das ist... Finde ich ja cool, ne? Für hier reicht es, ne? Ich würde deswegen einmal sagen, Schiffe, Kehrtwende, vorrücken. Aus folgendem Grund, ich muss näher rankommen zum Sprengkopf beamen. Theoretisch ist das Schiff jetzt gerade keine Gefahr mehr. Auch mal interessanter Waffenwechsel.
Ich weiß jetzt zwar absolut nicht, was der bringt, aber... Aber das ist ja auch egal. Fakt ist, ich darf schon mal vorwegnehmen, leider für jetzt kommende Folge, die Aufnahme ist abgeschmiert, und zwar, weil ich zu ungeduldig war und auf Autoschlacht geklickt habe. Das heißt, die nächste Folge wird abrupt und enden und vielleicht etwas kürzer sein. Das, ja, ich versuche es dann in der nächsten Aufnahme wieder rauszukriegen, die ich bis jetzt aber leider noch nicht mal im Kasten habe. Ist auch so ein schönes Ding, aber naja. Ich werde sehen, ob ich das schaukeln kann, wie weit der Spielstand gespeichert wurde, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die dann abgebrochen ist, und ja. Bis denne.